Zu seiner Bescheidenheit gehört auch, dass er sich die Zeit genommen hat, radiallahu an, Menschen zuzuhören, auch wenn sie ihm zum Beispiel ihn kritisieren wollen oder irgendeine Anmerkung machen wollen, egal ob Mann oder Frau. Und da kam Khawla radiallahu anha einmal und sprach mit Umar in einem härteren Ton. Ja, und sie wollte ihn ermahnen. War natürlich eine ältere Frau. Und sie wollte ihn ermahnen. Und einige haben gesagt, Schwester, mach mal langsam. Du redest so hart mit Umar radiallahu anha. Da sagte Umar radiallahu anha, lass sie. Sie ist jene, über die Allah gesagt hat, dass er sie von über sieben Himmeln aus gehört hat. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Allah hörte jene Frau, die mit dir streitet oder mit dir redet, diskutiert über ihren Ehemann. Da sagte Umar radiallahu anhu, wenn Allah sagt, er hört sie von über sieben Himmeln aus, dann muss ich doch erst recht ihr zuhören. Er war also kein Mann, der gesagt hat, guck mal, erstmal Frauen, die haben sowieso nichts zu melden. Ja? Geh mal bitte, Schwester. Geh, ja. Und Männer, ihr habt auch nichts zu melden, weil, guckt mal, ihr werdet sowieso nicht wie ich. Er war nicht hochmütig, radiallahu anhu. Und er hörte jedem, ob Mann, Frau, jung, alt. Er nahm Ibn Abbas, radiallahu anhu, mit zu seinen Beratungssitzungen, obwohl Ibn Abbas viel jünger war. Und hat ihn gefragt um seine Meinung. Das heißt, Umar radiallahu anhu war ein sehr bescheidener Mann, radiallahu anhu wa ardah.